Willkommen zurück zum neuen Versuch der Randale-Mission. Nachdem Trevor ja Ärger gemacht hat, müssen wir es jetzt ausbaden. Okay, wir sind doch welches sein. Okay, ziemlich nah sogar. Der muss neben mir sein. Oh! Er muss ziemlich nah wieder sein. Er muss noch näher sein. Da bin ich ein bisschen besser dran als das letzte Mal. Vielleicht täusche ich mich aber auch nur. Ich habe das Gefühl. Früher bin ich besser dran. Okay, und der befährt mich fast, oder was? Da noch einer. Alle auf dieser Seite jetzt. Okay, nachladen. Noch einer. Da ist noch einer. Oben noch einer. Oh ne, da ist keiner mehr. Da ist einer. Das hab ich doch geschafft, oder? Aber hier ist so viele ungenietet. Wenn ich das nicht geschafft habe, weiß ich auch nicht mehr. Die Zeit läuft immer noch, aber. Auf den letzten paar Sekunden. Ich habe bedeutend mehr gemacht als beim letzten Mal. Bedeutend mehr. Okay. Zeit durch und haben es geschafft. Geschafft, sehr schön. Ja, und sind in die Flucht geschlagen. Und jetzt können wir den Wagen von denen nehmen, wahrscheinlich. Ja, ja, komm, nimm den Chip hier. Ja, selbst ist auch wieder von der Partie, sehe ich gerade. Aber der hat uns schon öfters verarscht, dass er am Ende gar nicht da war. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz auf der Map schauen, wo wir hin möchten. Der Randal haben es gemacht. Also, neue Randal schon wieder. Ach komm, das lassen wir jetzt mal. Ich habe keine Lust für die Randale. Was ist das hier? Fremden Freaks? Gehen wir zuerst zu. Das war die Hauptstory. Na gut, dann gehen wir zuerst zu Fremden Freaks. Ja. Vielleicht ist er gar nicht mehr da, bis wir da sind. Das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall versuchen wir es mal hinzukommen. Es kann natürlich gut sein, dass diese Mission nur in der Nacht da ist. Ich weiß gar nicht, ob es von der PS3 oder PS4-Version auch neue Missionen gab. Auf jeden Fall gibt es neue Modelle, neue Fahrzeuge und so weiter. Aber ob da auch Missionen hinzugefügt wurden, zum Beispiel, wüsste ich mal. So, fahren wir mal ein bisschen Autobahn. Wenn ich es richtig sehe, genau eine einzige Abfahrt oder so. Ah ne, nur Wechsel. Okay, doch ein bisschen weiter noch. Hier ist eine Verengung. Okay, ne, ist Einfahrt. So, bis jetzt hat es ein bisschen da unten. Okay, da war wohl ein Diebstahl gerade oder ein Überfall. Aber das war nicht wirklich auf meiner Spur. Naja, da kann ich alles machen oder alles erledigen. So. Okay, da war irgendwas. Sirenengetöse. Ich weiß ja gar nicht, was, wenn er in einem Polizeiauto hier rumfährt und man das verrammt, verhandelt die nach einem wahrscheinlich dann schon, ne? Okay, hier rechts war jetzt Michael, wir gehen jetzt aber ein bisschen weiter. Wir wollen das Friend und Freaks uns ansehen. Das irgendwas hier oben ist. Und danach werden wir die Michael-Mission machen, das ja auch die Hauptstory dann ist. Aber ich sage, wir möchten hier wirklich das Spiel einigermaßen komplett durchspielen mit allem, was es gibt. Wobei es gibt ja anscheinend auch noch Missionen und Möglichkeiten, das Ballspiel komplett mal durch hat. Da haben die halt wirklich geschaut, die Rockstar,
das nicht langweilig wird. Dem, was sie wirklich einiges noch hinzugepackt haben oder eingefügt haben, dass auch wenn das Spiel zu Ende ist, man noch Sachen entdecken kann, wie zum Beispiel auch die Außerirdischen, die Raumschiffe sind ja erst zu finden, wenn das Spiel 100% durchgespielt ist, können die auch gefunden werden. Bis dahin gibt es nur ein einziges Raumschiff, das ja im Meer versenkt ist, abgestürzt ist, das man finden kann. Es gibt jedenfalls auch was ein Easter Egg, was auch gibt, ist ja zum Beispiel die Luke aus der Lost, diese leuchtende Luke, die man hier ebenfalls finden kann, unter Wasser. Aber kann nichts machen, man sieht halt die Luke und die leuchtet halt, wie damals bei Lost auf der Insel. Also solche lustige, dass sie Sachen eingebaut haben, um die Leute dann zu erinnern. Penner. I think you mean zucchini, Mrs. Thornhill. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yeah, yeah, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Oh. Like that, huh? Yeah. Oh. Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Have you? You like that? Oh. Wow. Please. Oh, hey. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear. And bathroom. Okay, wo weggeworfen wurden, naja. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Such fun. Ja, jetzt müssen wir Müll klauen für die Typen. Habt ihr auch schon mal dieses Tattoo gesehen, das der Trapper am Hals hat mit dem Cut hier? Nicht schlecht. Ja, gut, Achso, das war's jetzt. Ich dachte jetzt, ich muss da was klauen, aber irgendwie. Ja. Gehen wir mal zu. Wahrscheinlich kommt irgendwas jetzt, damit ich jetzt gleich. Aber ich gehe trotzdem zu Michael. Neue Kontakte Nigel. Okay, ich habe jetzt eine neue. Wieso stellen die mir mein Auto weg? Also echt, das war meine Natur. Das hier können wir sicher auch kaufen, dieses Haus hier. Na gut, gehen wir auf den Weg zur Hauptmission wieder. Opa. Ui! Ich war ziemlich überzeugt, dass es gleich knallt, aber anscheinend doch nicht. Vielleicht rufen die mich dann auch an, wenn ich dann in der Nähe bin plötzlich. Vom Haus, das sich lohnt, nach Müll zu durchsuchen. Oh ne, was ist das jetzt? Irgendwas wird angezeigt. Ich dachte zumindest, da oben ist ein Haus. Ja, sie seht, es ist schon wieder da. Wieso ist es da und lässt es nicht? Also, irgendwie kapiere ich das nicht. Wenn ich da hinfahre, ist es plötzlich weg. Okay, jetzt wurde mir der Bereich markiert, wo ich die Promi-Sachen finde. Ja, na gut, dann machen wir das auch gleich, weil wir schon eh in der Nähe sind.
Okay, dann suchen wir nach diesen Promi-Sachen für Nigel. Oh nee! Ja, super. Wieso muss er jetzt abbiegen? Unglaublich. Da konnte ich mal mehr bremsen, das ging viel zu schnell. Weil man ist ja halt immer noch dabei beschäftigt, die ganzen Texte und so weiter zu lesen und nebenbei noch zu fahren. Da sieht man schon, dass es berechtigt ist, dass man nicht das Handy benutzen sollte, während das Auto fahren, sodass er zu sehr ablenkt. So. Keine Ahnung, was hier ist. Welchen Schuppen? Was ist denn das hier? Das ist wohl an der Disco, was, ne? Was? Sitzen und klopfen hin, Willi. Komm ich denn da rein? Komm ich hier rein? Geh mal hier rüber. Okay, ich hätte wahrscheinlich nicht mal darüber klettern müssen. Hintereingang. Tradesman's entrance. Don't mind if I do. Dum 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 dum. I can't believe we're parting with Love Fist's manager. That's so cool. Oh, some of the shit. Okay, which one of you cupcakes is Willie? Hey, who the fuck are you? His dentist. Well, he's still downstairs chatting up some bird, man. Whoa, his dentist comes to him? That is so cool. You know, if Jez and the guys hadn't gotten so into yoga and probiotics nowadays, we'd all be dead. Well, I burned through the last of my dopamine on the second comeback tour in 05. The doctors reckon I'll never laugh again. Whoa, that's so awesome. Okay, ob das so cool ist, wenn der Zahnarzt zu einem nach Hause kommt, weiß ich ja gar nicht so wirklich. Tom schnappt mal den Kerl, da der unten sein muss, das Router will wohl der Typ sein. Die sind alle besoffen, ey. Klar, Willi. Irgendwie den Faustschlag macht irgendwie. Ah doch. Nimm wieder das Goldzahn. Das wird sein, verlass das Gebiet. Okay. Ja, die Bunden sind eher schon auf dem Fersen wieder. Da kommen sie. Von allen Seiten. Komm, gib Gas. Boah, das war irgendwie ganz knapp, jetzt habe ich das Gefühl gerade. Nur die Bullen abhängen. Ach Gott, die kommen da überall, ey. Ja, okay, ich glaube, das haben wir eh gleich geschafft. Oh, nee. Thema gleich. Nee, 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 nicht den Baum. Oh Mann, jetzt haben sie mich wieder. Unglaublich. Das sah so gut aus, im ersten Moment. Da ist wieder einer. Diese Straße weg. Dann die nächste Straße. Ah, okay, Abgang, sehr schön. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth. Courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo. Okay. Jo, bestanden. Ein Souvenir für unseren Nigel und Willy. Ja, und ich sehe auch gerade die Folge, sage ich auch vorbei. Dementsprechend sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Schaut beim nächsten Mal wieder ein, es heißt GTA 5 und ja, dann geht's wieder weiter. Bis dann, bye bye.